Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Februar 2021. Dieser ist nicht ganz so gut ausgefallen wie der Januar, jedenfalls nicht mengenmäßig. Ich habe weniger gelesen, allerdings bin ich sehr zufrieden mit der Qualität der Bücher, denn ich habe wieder ganz, ganz tolle neue Bücher kennenlernen dürfen und es ist auch eine wunderbare Mischung aus verschiedenen Genres und dann freue ich mich jetzt gleich, euch diese Bücher vorzustellen. Zunächst soll es natürlich aber, wie immer, erstmal um die kleine Lesestatistik gehen. Ich habe tatsächlich 4 Bücher beendet und weitere 3 Bücher begonnen. Wie gesagt, nicht ganz so viel, aber der Februar ist ja auch nicht an Tagen so ganz lang, sondern eher ein kürzerer Monat. Und ja, wie gesagt, ansonsten bin ich sehr zufrieden und es waren auch besonders in der zweiten Hälfte auch dickere Bücher dabei, die deswegen auch nicht so beendet worden sind. Ich habe ein Hörbuch begonnen, eigentlich 2 Hörbücher, das werdet ihr dann ja gleich sehen. Und ich hatte 3 Neuzugänge, das finde ich auch total in Ordnung. Somit ist mein Sub, mein Stapel ungelesener Bücher auch gesunken, so wie ich mir das ja auch immer vornehme. Zwar nicht in großen Schritten, aber immerhin ist es jetzt schon weit entfernt von der 50 oder deutlich entfernt von der 50. Der Stapel ungelesener Bücher liegt jetzt bei 44 und damit bin ich soweit erstmal zufrieden. Hoffe aber, ja, dass ich bald dann an der 40 ranknabber und dass ich dann unter die 40 irgendwann, ja, in den nächsten paar Monaten komme. Das ist so mein Ziel. So, das war die kurze Statistik und jetzt wollen wir gleich mit dem ersten Buch loslegen, was ich in einer Leserunde gelesen habe, zusammen mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und einer lieben Zuschauerin, die liebe Andrea. Und das war eine wirklich sehr, sehr schöne Leserunde zu diesem Büchlein hier, Das Schneemädchen von Eowyn Ivey. Das Buch ist letztes Jahr gerade erst bei mir eingezogen quasi. Und zwar haben Steffi und ich, also Steffi vom Buchschnack, uns gegenseitig vorweihnachtliche, winterliche Päckchen geschnürt, wo wir auch Bücher reingelegt haben. Und das war eben bei mir auch da drin von meinem Wunschzettel. Und das passte natürlich jetzt sehr, sehr gut noch im Winter denn zu lesen und es war wirklich sehr passend, weil Anfang Februar hier auch noch ein bisschen Winter Wonderland war und das ist ja eher selten hier im Norden und deswegen konnte man das so richtig genießen, hier die winterliche verschneite Atmosphäre von Alaska nachempfinden. Das Ganze spielt in den 20er Jahren und handelt von einem älteren Ehepärchen, Mabel und Jack, die es nicht so ganz einfach haben. Sie haben zwar einen großen Kinderwunsch schon immer gehabt, aber haben leider kein Glück. Sie hatte eine Totgeburt und kommt seitdem nicht mehr in der Gesellschaft richtig klar. Alle, die ihr vorleben, was eine perfekte Familie zu sein hat und die ganzen Fragen, ob sie nun lieb gemeint sind oder ob sie einfach nur neugierig sind, wühlen sie mehr und mehr auf. Und deswegen haben die beiden jetzt beschlossen, einen Neuanfang in Alaska zu wagen. Also raus aus der Gesellschaft, raus aus den vielen, aus der großen Menschenmenge einer Großstadt, hinein in die Einsamkeit, in eine kleine Blockhütte. Und da wollen sie nun sich alleine durchschlagen. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach, wie sie sich das irgendwie vorgestellt haben. Und zwar fällt jetzt in der Einsamkeit erst auf, was die beiden ja zwischeneinander für große Kommunikationsprobleme haben. Sie haben seit dem Unglück mit dem Kind nicht richtig drüber gesprochen. Sie hatten keine ärztliche Betreuung. Das war zu der Zeit wahrscheinlich eh noch nicht so, dass man psychologische Betreuung nach einer solchen Totgeburt oder Fehlgeburt bekommt. Und besonders Mabel leidet sehr darunter. Vor allem, weil sie eigentlich nur zu Hause sitzt und sich um den Haushalt kümmert und Jack draußen ist und ja, sich fast zu Tode ackert. Und er will ihr die Mühe sparen, aber sie hat keine Aufgabe im Leben. Und das ist schon ja, wirklich nicht schön mit anzusehen, wie sie mehr und mehr eingeht. Ja, aber man merkt auch, dass sie sich dennoch irgendwie lieben und an einem Abend, wo sie wirklich eine schöne Zeit miteinander verbringen und auch der erste Schnee fällt
und sie im Schnee eine Schneeballschlacht machen und dann tatsächlich auch einen Schneemann bauen und den Schneemann zu einem Schneemädchen umformen und sich wirklich Mühe mit dieser Gestaltung des Schneemädchens geben. Da passiert etwas, ja, Ungewöhnliches, etwas Magisches, denn am nächsten Tag, als sie aus dem Fenster schauen, ist das Schneemädchen fort und Jack sieht ein Kind zwischen den Bäumen davonlaufen und irgendwann entdeckt auch Mabel dieses Kind. Und nun ist jetzt die Frage, ja, ist das Schneemädchen nun zum Leben erwacht oder ist dieses Schneemädchen real? Sie scheint sehr, sehr scheu zu sein, dennoch sehr neugierig und immer passiert irgendwas, ja, Fantastisches, wenn sie zusammen sind. Und sie scheint sehr verbunden mit dem Wald, mit dem Wetter, mit dem Schnee zu sein. Und sie versuchen nun, sich an dieses Mädchen heranzuwagen und zu erkunden, wo es herkommt und ja, ob es alleine im Wald lebt. Ja, und es schwebt immer die Frage oben drüber, ist es ein fantastisches Wesen oder ist es ein reales Kind, was auch reale Hilfe braucht? Ja, und woher kommt es und warum ist es dort alleine im Wald? Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr ruhig erzählte Geschichte, sehr atmosphärisch und es ist eine sehr, sehr ambivalente erzählte Geschichte. Inhaltlich sowie auch sprachlich hat es einmal so was ganz Märchenhaftes, Verzaubertes, Poetisches, Schönes, wie die Landschaft beschrieben wird, wie Faina, wie das Schneemädchen beschrieben wird, hat es einfach was total Märchenhaftes. Das Buch ist auch angelehnt an ein Märchen, an ein russisches Märchen, Snegoroschka, und ich glaube, es ist auch, heißt auch übersetzt Schneemädchen. Und auch das Märchen kommt hier inhaltlich auch nochmal vor. Aber auf der anderen Seite, neben diesem Märchenhaften, haben wir auch die harte, brutale Realität, die karge Landschaft, die hier auch dargestellt wird, die Einsamkeit, das etwas Deprimierende, Melancholische, was auch so ein bisschen, ja, die Gefühlswelt, besonders von Mabel, von der Frau, widerspiegelt, die einfach sehr deprimiert ist und auch so ein bisschen, ja, Selbstmordgedanken sogar mit sich trägt. Und aber auch dieses ja, Essen beschaffen, das Ackern auf dem Felde und das Ausnehmen von Tieren, das wird alles sehr haargenau beschrieben und ist damit auch so ein bisschen blutig und eklig, aber genau das ist dann die Realität. Und genauso fragt man sich ja die ganze Zeit, hat es hier irgendwas Märchenhaftes, Magisches oder ist das einfach nur, ja, die harte Realität, die dahinter steckt? Und damit spielt die Autorin total gut und auch die Sprache ist manchmal sehr einfach und sehr hart und manchmal dann auch sehr poetisch und wiederum märchenhaft. Das hat mir unglaublich gut gefallen, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber schon mir Gedanken gemacht, als es so zum Ende ging, dass ich, ja, ich habe es mir schon gedacht, dass das Buch eher ein offenes Ende bekommt, weil es einfach zu diesem Buch passt. Und dass man als Leser dann selbst so ein bisschen interpretieren kann, was nun geschehen ist. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und wie gesagt, passt das sehr gut zum Buch, aber ich mag nicht so gerne offene Enden. Ich hätte gerne noch mehr erklärt bekommen, woher das Schneemädchen kommt. Ob das nun die eine oder andere Schiene gewesen wäre, da wäre ich jetzt gar nicht so festgefahren. Aber ich hätte es gerne gewusst. Andererseits macht es das Buch eben aus, dass es damit spielt und dass wir als Leser nachher eben auch diese beiden Möglichkeiten offen behalten. Und es gibt immer wieder Gründe und Argumente für die eine oder andere Seite. Und wie gesagt, es hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, auch das zweite winterliche Buch von Eowyn Ivy zu lesen. Fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt. Es steht aber auch schon auf meiner Wunschliste und vom Setting, ich glaube, das spielt sogar auf der Antarktis, hat es mich sogar von der Story her noch mehr angesprochen. Und mal gucken, ob wir das dann in der gleichen Leserunde auch lesen werden. Wir waren auf jeden Fall
alle drei sehr verzaubert. So für 5 Sterne fehlte dann noch ein Fünkchen und da war mir manches auch ein bisschen zu schnell erzählt. Es gab dann so einen Zeitsprung, der war mir ein bisschen zu schnell und ja, manche Entwicklungen hätte ich vielleicht gerne anders gehabt, aber ich fand besonders auch die Figurentwicklung sehr, sehr schön, besonders von Mabel, wie sie durch Faina wieder auflebt und wie sie ja, Selbstbewusstsein bekommt und sich auch mal durchsetzt und irgendwann natürlich auch mal die Kommunikation zwischen Jack und Mabel ein bisschen mehr vorangetrieben wird und sie ihre Probleme angehen, anstatt ja, das voreinander zu verstecken. Das hat schon Spaß gemacht mitzuerleben und auch die Gefühle, die sie schon immer noch füreinander haben, wieder neu zu entfachen. Das fand ich sehr schön, sehr authentisch beschrieben. Ja, ein sehr schöner Start in den Monat Februar. Wir bleiben in der eisigen Atmosphäre, dieses Mal mit einem Reisebericht zu einer Antarktis-Expedition. Und zwar der Shackleton-Expedition, die 1915 bis 1917 in etwa stattgefunden hat. Diese Expedition hatte das Ziel, die Antarktis zu durchqueren. Einige Jahre vorher wurde gerade erst der Südpol erobert. Jetzt wollte sich Shackleton, der Führer dieser Expedition, ein noch größeres Ziel setzen. Shackleton war ein sehr erfahrener Polarforscher, weil er schon einige Expeditionen mitgemacht hat und auch schon geleitet hat. Und deswegen hat man ihm auf jeden Fall so etwas zugetraut. Es ist aber gar nicht erst dazu gekommen, dass sie ja, die Antarktis erreicht haben oder mit ihrem Schiff dort angelegt haben, denn sie wurden vorher schon vom Packeis eingeschlossen und konnten nicht vor und nicht zurück. Und schließlich, weil das Eis so einen Druck auf das Schiff ausgeübt hat, mussten sie auch das Schiff verlassen, denn das Schiff ist unter diesem Druck geborsten und letztendlich auch gesunken. Sie haben natürlich kurz vorher alles an Nahrung und alles an Werkzeuge, was sie brauchten zum Überleben, natürlich möglichst herunter auf das Eis geschafft und sie hatten auch noch ein paar Beiboote, die sie dann nun genommen haben und mit denen sie nun dann versuchen wollten, sich an einen sicheren Hafen zu retten. Die sind aber nun mehrere hundert Meilen entfernt und sie müssen sich entscheiden, wohin und sind jetzt aber erstmal auf dem Eis und können sich nicht einfach so ins Wasser lassen mit den Booten. Und müssen nun schauen, dass sie ja durch diese unwegsame Landschaft kann man ja noch nicht mal sagen, weil es kein Land ist, durch das Eis, was überall geborsten und hoch steht und dann die Schiffe mit sich irgendwie hinter sich herziehen, mit großer, großer Last, die Nahrungsmittel einteilen und ja, sie lassen wirklich keine Gelegenheit aus, irgendwie ein Unglück mitzunehmen, also wirklich alles, was passieren kann, passiert ihnen und umso mehr bin ich wirklich fasziniert von ihrem Optimismus. Also die sind sicherlich schon ziemlich erprobt gewesen und waren erfahrene Männer dabei, die denen vielleicht nicht so viel Angst machen kann. Die waren unglaublich optimistisch, dass denen nichts passieren wird und somit ist die Moral auch ziemlich lange oben geblieben und sie haben unglaublich viel geschafft, was man nicht für möglich halten konnte. Und ich fand, das war sehr, sehr gut recherchiert und es wurden hier viele Tagebucheinträge mit aufgeschrieben, viele Zitate, wo das natürlich Ganze noch lebendiger rauskommt, weil diese ganzen Tagebücher halt noch erhalten sind. Und deswegen können wir halt direkt miterleben, was die das miterlebt haben, geschrieben haben in ihre Tagebücher. Und sie haben wirklich regelmäßig Tagebuch geführt, weil sie manchmal an manchen Orten auf dem Eis überhaupt nichts anderes zu tun hatten. Das fand ich auch sehr bezeichnend, dass sie, obwohl sie in so einer extremen Situation waren, dass sie an manchen Stellen ihrer Reise Langeweile empfunden haben und wirklich nichts tun konnten, außer zu warten. Und das war schon ziemlich krass. Auch was sehr beeindruckend war, war die Geräusche, die Geräuschkulisse, aber auch die Beschreibung natürlich der Umgebung, der Natur, der Kälte. Geräusche vor allem zu Anfang, wo sie noch auf dem Schiff waren,
diese Eispressungen, was das für Geräusche waren, die auf das, ja, welche Kraft auf das Schiff ausgeübt wurde, wie sich das manchmal angehört hat, ob das nun ein Heulen und Jammern, ein menschliches Heulen war oder ein Donnern wie von einem Gewitter. Also da kam vieles zusammen, was man sich so gar nicht vorstellen könnte, aber was hier wirklich gut geschrieben worden ist. Und ja, das war wirklich toll gemacht. Dann fand ich das richtig interessant zu sehen, wie Shackleton, also der Führer dieser Expedition, besonders auch versucht hat, die Moral der gesamten Mannschaft immer wieder neu einzuschätzen und auch die einzelnen Mitglieder immer besonders ja, zu beobachten und zu schauen, wie sie sich einfügen oder wie sie sich eben nicht einfügen. Und selbst bei der Zeltbelegung, wer in welchem Zelt ist, hat er sich überlegt, nee, die beiden lieber nicht zusammen, den nehme ich lieber raus. Oder wenn sie eine Erkundungstour gemacht haben, dann hat er sie nicht nur nach dem, ja, nach den Fähigkeiten eingeteilt, sondern auch, nee, den lasse ich lieber nicht hier, der würde nur Unruhe stiften, den nehme ich jetzt auch mit auf diese Erkundungstour. Das fand ich sehr faszinierend, weil es halt auch die Führungsqualitäten von Shackleton zeigt. Und das wurde hier auch beschrieben, dass Shackleton in dieser Hinsicht wirklich sehr qualifiziert war und das auch dazu beigetragen hat, dass das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Ja, dazu gibt es ja auch eine Dokumentation oder ich glaube mehrere Dokumentationen, wovon ich auf jeden Fall mindestens eine, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die andere auch irgendwann mal gesehen, geschaut habe, weil es dazu eben auch zu dieser Zeit schon Fotografien und auch Filmmaterial gab, was das Ganze natürlich noch eindringlicher macht und realistischer, weil es wirklich passiert ist, geht es einem natürlich noch näher. Das Ende fand ich ein bisschen holprig. Holprig ist das falsche Wort, ein bisschen überschnell erzählt, weil es war wirklich sehr detailliert und manchmal habe ich mir schon gedacht, okay, wann geht's denn jetzt endlich weiter, weil es wirklich sehr detailliert und sehr langsam voranging, aber andererseits fand ich das gerade gut, weil wir dann auch diese Ungeduld der Mannschaft selbst miterlebt haben, dass es jetzt endlich, sie können nichts tun, sie können einfach nur warten, bis sich das Eis ja, langsam auseinander bewegt, damit sie die Boote ins Wasser lassen können an manchen Stellen. Und das hat man eben als Leser dann auch gemerkt, wo man denkt, okay, ja, jetzt reicht's irgendwie, jetzt wollen wir doch weiter. Und das hat's eigentlich ganz gut gemacht. Aber das Ende fand ich dann ein bisschen zu schnell erzählt. Ansonsten aber wirklich sehr beeindruckend und kommt auf jeden Fall zu meiner eisigen Abenteuer Liste, wollte ich gerade schon sagen, Sammlung dazu und ja, freue ich mich sehr darüber, dass ich das gelesen habe. Achso, innen drin sind auch noch ein paar Bilder von dem Ganzen, aber ich kann wirklich auch empfehlen, die Dokumentation zu schauen, falls ihr das jetzt nicht lesen möchtet oder wenn ihr das noch ein bisschen erweitern möchtet und noch ein bisschen untermauern möchtet, besonders wenn man noch nie da war, dann ja, ist es schon ganz schön, wenn man das mal sieht, wie es tatsächlich dort aussieht. Als nächstes kommen wir zu einem Werk von meinem liebsten Autor. Und zwar ist das tatsächlich der letzte Roman, den ich von ihm noch nicht gelesen hatte. Somit habe ich jetzt meine Sammlung komplettiert. Zum einen ist das sehr schön, jetzt up to date zu sein und alles zu kennen aus diesem Universum. Zum anderen ist es aber auch traurig, weil jetzt nichts mehr auf meiner Leseliste, auf meiner Wunschliste von diesem Autor steht und ich jetzt hoffen muss, dass bald wieder etwas von ihm erscheint. Und da werden ja immer wieder neue Informationen gestreut, dem man so gar nicht trauen kann, ob demnächst mal was Neues kommt. Aber ich glaube fest daran, dass irgendwann etwas Tolles Neues kommen wird und dann werde ich mich natürlich drauf stürzen. Jetzt soll es aber erstmal um dieses Buch hier gehen, Wilde Reise durch die Nacht von Walter Moers. Ja, das gehört nicht zu seinen Samonien-Romanen, das steht außen vor, ist auch schon ein bisschen älter, das ist 2001 erschienen. Ich finde diese Ausgabe wirklich sehr, sehr schön. Sie ist wieder ein bisschen größer formatig, wie das auch bei den zum Zamonien gebundenen Büchern ist. Es hat einen silbernen Buchschnitt, jedenfalls hier oben. Und es hat
auch ein Lesebändchen, also wirklich wieder sehr bibliophil ausgestattet. Es ist illustriert und ja, wirklich ein richtiges Schmuckstück. Das ist ein besonderes Buch insofern, weil es eben erstmal nicht zu diesem Zamonien-Zyklus gehört und weil Walter Moers hier nicht selbst illustriert hat, was er sonst eigentlich immer macht und auch immer ganz wunderbar. Ich liebe seine Illustration. In diesem Fall hat er sich aber 21 Bilder, 21 Illustrationen von einem, ich glaube, das ist der größte Künstler des 19. Jahrhunderts. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich kenne mich in diesem Bereich überhaupt nicht aus. Jedenfalls hat er sich diese Illustrationen zur Hand genommen und daraus eine Geschichte gesprungen. Und zwar ist das Gustave Doré, ich glaube, ein französischer Künstler. Und den hat er sich ausgeguckt, weil er den wohl sehr, sehr schätzt und er es sehr schade findet, dass es heutzutage keine richtigen Büchersammlungen mehr gibt, wo seine Bilder ordentlich in guter Qualität abgedruckt sind. Und ihm kam irgendwann die Idee, als er diese wunderbaren Illustrationen betrachtet hat, dass man doch daraus auch wunderbar eine Geschichte spinnen könnte. Zuerst hat er überlegt, Kurzgeschichten draus zu machen, zu jedem Bild eine Kurzgeschichte. Aber dann hat es sich in ihm zu einer Geschichte geformt, als er mehrere Bilder betrachtet hat. Und somit hat er jetzt 21 Illustrationen genutzt und die in diese Geschichte eingebunden, beziehungsweise um diese Illustration eine Geschichte gewoben. Und nicht nur, dass er diese Bilder von dem Illustrator benutzt hat, sondern er hat auch den Illustrator, den Künstler selbst zum Protagonisten gemacht. Nicht als erwachsenen Künstler, sondern als Kind, als 12-jährigen Jungen begleiten wir jetzt hier Gustav auf seiner Reise, seiner wilden Reise durch die Nacht. Anfangs begegnen wir Gustav mitten auf dem Meer auf einem Schiff. Er ist der Kapitän und muss nun seine Mannschaft heile durch ein Unwetter geleiten. Er ist, wie gesagt, der Kapitän und sieht von Weitem schon, dass ein Zwillingstornado auf sie zukommt. Es ist leider so, dass seine gesamte Mannschaft ums Leben kommt und ins Meer gespült wird. Er ist der einzige Überlebende. Und als das Unwetter sich so langsam legt, bekommt er Besuch. Besuch von dem Tod und seiner wahnsinnigen Schwester. Und der Tod sagt, dass er betrogen wurde, beziehungsweise dass er eigentlich auch hätte draufgehen müssen und dass er bitte seine Seele haben möchte. Aber Gustav möchte das nicht, er möchte weiterleben und handelt jetzt eine Wette aus. Er sagt, beziehungsweise der Tod sagt ihm, er muss 6 Aufgaben in einer Nacht bestehen und dann darf er weiterleben. Und diese 6 Aufgaben sind natürlich, wie man sich schon denken kann, sehr, sehr abenteuerlich, aber witzig und verrückt. Er muss zum Beispiel eine Jungfrau vor einem Drachen retten oder die Namen von 6 Riesen erraten und durch wilde Wälder reisen und weiter und so fort. Und es ist so ein bisschen strukturell ähnlich aufgebaut wie die 13,5 Leben des Captain Blaubär, weil wir auch von einem Ort zu einem anderen Ort reisen und immer dort ja, ein Abenteuer erleben. So episodisch ist das eben. Ne? Wir haben dann hier die erste Aufgabe, dann geht es zur nächsten Aufgabe und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall typisch Walter Moers. Es ist irrwitzig, es ist ideensprühend und hat viele Wortspiele, sehr viel Humor und trotzdem etwas, was einen immer wieder am Ball hält. Es ist spannend und es sind nicht so die typischen Heldengeschichten, die hier unser junger Gustav erleben muss. Zum einen ist ja die Aufgabe, eine Jungfrau vor einem Drachen zu retten, aber das Ganze, ja, gestaltet sich auf eine ganz andere Art und Weise schwieriger, als Gustav denkt, denn vielleicht möchte die Jungfrau gar nicht gerettet werden oder muss gar nicht gerettet werden und das Ganze macht es natürlich unvorhersehbarer und unterhaltsamer als normale so Heldengeschichten. Und die Illustrationen sind auch ganz, ganz toll. Ich kann euch ja mal ein Bild davon zeigen. Also mir hat das sehr gut gefallen und es passte auch wirklich sehr gut dazu. Und es wirkt gar nicht, als wären die Bilder
würden die Bilder nicht irgendwie dazugehören, sondern wären tatsächlich genau zu dieser Geschichte geschrieben worden. Also es wirkt nicht irgendwie zusammengesammelt. Und ich bin auf jeden Fall von den Illustrationen sehr angetan und mag dieses Werk sehr gerne. Ich würde nicht sagen, dass das Buch jetzt sein stärkstes ist, für mich jetzt ganz persönlich, aber ich finde, es reiht sich ganz wunderbar bei den anderen Romanen ein. Ich finde schon, dass man auf jeden Fall Walter Mörs hier sehr gut wiedererkennt. Mir fehlten einfach doch ein bisschen mehr Tiefe, Charaktertiefe, dass man sich mehr verbunden fühlt. Dafür waren es für mich einfach zu wenig Seiten und eben sehr episodisch. Aber dennoch, finde ich, hat es ein sehr gutes, rundes Ganzes ergeben und man hat sogar einige Aha-Effekte gehabt, wo einige Punkte, die am Anfang erwähnt worden sind, am Ende nochmal, ja, Sinn ergeben haben und das Ganze ist rund geworden mit der Auflösung und das hat mir gut gefallen. Und deswegen wird dieses Buch sowieso nicht ausziehen und werde ich sicherlich nochmal lesen. Was ich aber auf jeden Fall ergänzend dazu empfehlen würde, nach diesem Buch auf jeden Fall auch die Essays von Walter Mörs zu lesen, die er dazu verfasst hat. Die kann man im Internet finden. Leider nicht so ganz einfach. Ich habe ihn über den Wikipedia-Artikel zu diesem Buch gefunden. Ganz unten bei den Links zu den Einzelnachweisen und so weiter, da habe ich dann den Link zu den Essays gefunden, weil im Nachwort steht halt, dass er diese Essays verfasst hat und ich kann das nur empfehlen, weil da wird noch ein bisschen da redet er selbst über die Entstehungsgeschichte, warum er das Ganze gemacht hat und warum er sich rechtfertigen möchte, dass er ja sozusagen Ideen klaut, dass er einfach diesen Autor nutzt, um ein Werk zu schaffen und jetzt den besten und größten Illustrator für sein Buch sozusagen ausnutzt. Und das Ganze macht er natürlich wie immer mit sehr viel Humor, Sarkasmus und einem zwinkernden Auge. Aber man lernt viel über den Illustrator, über den Künstler. Man lernt auch etwas mehr darüber, wie er zeichnet und wie er angesehen war. Und man sieht auch noch ein paar andere Illustrationen, die Walter Mörs auch besonders gut findet. Er spricht auch ein bisschen über den Verlag und die Buchbranche, warum gerade genau dieses Format er ausgesucht hat, dass es nicht zu groß ist und als Bilderbuch angesehen und abgeschrieben wird oder aber nicht zu klein ist, dass die Illustrationen, die Bilder gar nicht mehr ihre Wirkung zeigen können und ja, wie er diese Idee seinen Verleger nahegelegt hat. Also es ist wirklich richtig toll zu lesen. Es ist eine schöne Erweiterung und gehört einfach zusammen. Und das werde ich mal versuchen in der Infobox zu verlinken, falls ihr die noch nicht kennt und das Werk aber schon gelesen habt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch noch zu lesen. Für ihn ist dieses Buch halt eine Hommage an diesen Künstler, der viel mehr wieder in die Köpfe muss und seine Illustrationen viel mehr abgedruckt werden sollen. Und das hat er ja mit diesem Roman auf jeden Fall geschafft. Das letzte Buch, was ich im Februar beendet habe, ist das Koboldikum, geschrieben von Christian von Asta und illustriert von Holger Much. Das ist wirklich auch ein wunderschönes kleines Schmuckstück an Buch, was hier bei mir eingezogen ist. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar vom Verlag Edition Roter Drache zugeschickt bekommen. Und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Es ist mittlerweile die zweite Auflage dieses Buches und ich finde, es ist zu Recht nochmal aufgelegt worden. Ich hatte schon länger auf meiner Wunschliste und bin wirklich froh, dass ich es denn jetzt auch noch besprechen und rezensieren darf. Dazu wird es also auch nochmal ein einzelnes Video geben. Es handelt sich hierbei um eine kleine Kurzgeschichtensammlung von 7 Geschichten, eben verfasst vom Christian von Asta. Ja, thematisch zu Kobolden, Zwergen, einem kleinen Volk. Und teilweise sind die Geschichten in Versform, in Reimen geschrieben, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, weil ich ja selbst sehr gerne vorlese, habe ich mir besonders die Geschichten, die eben in Reimform geschrieben worden sind, in Versform, habe ich mir die selbst vorgelesen, selbst laut vorgelesen und das hat wirklich Freude bereitet. Es ist wirklich ein sehr dünnes Büchlein und die 7 Geschichten sind schnell gelesen. Was ganz Besonderes ist, dass
das Buch mit Hörbuch daherkommt. Das habe ich mir natürlich auch noch angehört und Christian von Aster hat es selbst eingesprochen und ich finde, das passt sehr gut. Er hat eine schöne Stimme zum Vorlesen und es wird auch ein bisschen mit Musik untermalt, allerdings nur am Anfang, glaube ich. Und zwischendurch, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, muss ich noch mal reinhören. Hat mir also beides sehr gut gefallen, kann man sehr gut hören und kann man aber auch sehr gut lesen. Ich finde schriftstellerisch sehr gut gelungen. Inhaltlich haben mir einige besser, andere schlechter gefallen. Das ist ja meistens so bei Anthologien. Ich muss aber sagen, dass die ganze Aufmachung und der Stil und wie es geschrieben ist, irgendwie tatsächlich mich mehr beeindruckt hat als der Inhalt selbst der Geschichten. In der Rezension werde ich nochmal vielleicht auf meine liebsten Geschichten eingehen und natürlich auch noch ein bisschen detaillierter euch erzählen, was mir gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat. Aber auf jeden Fall ein Schätzchen in meinem Regal, was mir sehr gut gefallen hat als Hörbuch und auch als illustriertes Buch. Auch als Hörbuch gehört oder angefangen habe ich das Dschungelbuch von Rudyard Kipling, also ein Klassiker. Dschungelbuch 1 und 2 ist hier vereint in diesem Buch. Und ich habe mir ein Hörbuch rausgesucht, was möglichst auch nicht gekürzt ist. Allerdings, ja, ist das immer so ein bisschen, ja, schwierig, eine Ausgabe zu finden, wo wirklich Dschungelbuch 1 und 2 drin ist und wo auch jetzt keine Geschichten fehlen. Da war ich schon in Buchform sehr glücklich, dass ich diese Ausgabe gefunden habe, die wirklich schön aufgemacht ist und so schöne Trennseiten hier hat. Gefällt mir optisch sehr, sehr gut und war halt eben auch noch neu übersetzt und komplett, was mir sehr wichtig war. Ich habe jetzt die Ausgabe erstmal angefangen zu hören und werde dann das, was im Hörbuch nicht gesprochen wird, einfach im Buch nachlesen. Gesprochen ist das Buch von Stefan Kaminski und ich finde, der macht das sehr gut. Ich finde es sehr beeindruckend, wie er die Tiere bzw. die Tiergeräusche nachmacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie technisch noch ein bisschen verarbeitet wurde. Jedenfalls klingt das sehr real und überhaupt nicht albern und trotzdem irgendwie cool, wie er diese Tiergeräusche einwebt in das Vorgelesene, ohne dass das zu doll verstellt wirkt, wenn er die Stimmen spricht. Natürlich wusste ich vorher, dass das Ganze anders ist als der Disney-Film. Ich liebe den Disney-Film, ist einer meiner liebsten Disney-Filme neben Der König der Löwen und Schöne und das Biest. Aber hier ist es natürlich noch mal ein bisschen anders aufbereitet. Ich habe tatsächlich dort nur die erste Geschichte gehört. Ich komme im Moment wirklich nicht viel zum Hörbuch hören. Und das waren tatsächlich erst die ersten 40 Seiten. Deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Nur, dass es schon ja doch sehr anders ist. Auch einige Figuren, wie die dargestellt sind. So zum Beispiel Balu und auch Bagheera sind schon in der ersten Geschichte vorgekommen. Da geht es halt eigentlich darum, wie Mowgli überhaupt zu den Wölfen gekommen ist und sich gegen Shere Khan ja, behaupten muss, mit Feuer sozusagen, und wie er so aufwächst. Und da wird halt berichtet, dass Balu zum Beispiel derjenige ist, der die Wölfe ausbildet, aber auch ein sehr strenger Lehrer ist und Mowgli tatsächlich auch mal einen Klaps gibt oder tatsächlich mal eine Ohrfeige gibt. Und Bagheera ist derjenige, der ihn so ein bisschen verhätschelt. Und das ist im Film ja genau andersrum. Und das stört einen schon so ein bisschen, weil es ja von den Charakterzeichnungen her ganz anders ist. Dennoch möchte ich unbedingt wissen, was eben das Original ist, wie das, woher das Ganze stammt. Und dann werde ich entscheiden, ob das ja es wert ist, sozusagen hier zu lassen oder ob es für mich einfach nur den Film geben kann. Aber jetzt von einer einzigen Geschichte kann ich natürlich nichts sagen. Es ist halt auch eher wie eine Kurzgeschichtensammlung aufgebaut. Es geht hier auch wirklich nicht nur um Mowgli. Es wird hier auch um andere Tiere und vielleicht auch um andere Menschen gehen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, gerade auf die Teile, die
beim Dschungelbuch, bei dem Disney-Film überhaupt nicht vorkommen. Und da kann es ja auch nicht passieren, dass meine Erwartungen enttäuscht werden, weil ich den Teil einfach noch nicht kenne. Vielleicht gefällt mir der dann besser, aber wie gesagt, von 40 Seiten kann ich eigentlich eh noch kein Fazit ziehen. Mal schauen, ob ich jetzt im März mehr schaffe, aber bisher habe ich halt auch noch nicht weiter gehört, auch im März nicht. So, und als letztes habe ich noch die Bücher, die ich eher in der zweiten Februarhälfte gelesen habe und die ich auch nur bis zur Hälfte im Februar geschafft habe und jetzt im März halt weitergelesen und beendet habe mittlerweile. Aber ich möchte dazu möglichst wenig erzählen, weil ich dann vielleicht dazu entweder noch eine Rezension drehen werde oder dann im März, weil ich es da eben beendet habe, dann auch besprechen möchte. Zum einen ist es Die stillen Gefährten, eine viktorianische Geistergeschichte von Laura Purcell. Das Buch habe ich als Rezensionsexemplar vom Vesta Verlag zugeschickt bekommen. Und ich bin ganz begeistert von der Aufmachung dieses Buches. Ich finde es wunderschön. Es sieht richtig, es passt so richtig in dieses Altertümliche, auch mit dieser Lederoptik. Total toll. Und der große Hingucker, ich habe es euch schon gezeigt, ist dieser wunderschöne goldene Buchschnitt. Dann hat es noch ein Lesebändchen, also auch hier genau nach meinem Geschmack. Und natürlich auch der Untertitel, eine viktorianische Geistergeschichte, hat mich natürlich sofort gecatcht. Wir treffen hier 1866 auf Elsie, eine junge Frau, die frisch verheiratet ist und nun mit ihrem Mann auf sein Anwesen, das außerhalb von London sehr ländlich gelegen ist, ziehen möchte. Das kommt allerdings alles ein bisschen anders, als sie denkt, denn als sie tatsächlich dort einzieht, ist sie mittlerweile verwitwet und schwanger von ihrem Mann. Und sie hat kaum Begleitung und kaum Gesellschaft in diesem Anwesen. Es gibt nur einige Bedienstete, die nicht sonderlich gut geschult sind. Und es gibt noch eine Cousine von ihrem Mann, die aber etwas schlicht daherkommt. Und sie glaubt, dass es auch keine angemessene, ja, Gesellschaft für sie ist. Das Dorf ist außerdem sehr, sehr skeptisch ihr gegenüber und verhält sich nicht sehr offen und freundlich. Und nun möchte sie natürlich trotzdem alles Mögliche tun, um ein schönes Zuhause zu schaffen für ihr zukünftiges Kind, was in ihrem Bauch schon heranwächst. Aber das Anwesen ist wirklich sehr heruntergekommen, sehr schmutzig. Und es kommt noch dazu, dass sie des Nachts seltsame, schabende Geräusche hört. Und sie hört, dass es vom Dachboden kommt. Der Dachboden ist allerdings verschlossen, der Schlüssel ist verloren gegangen und sie möchte nun aber wissen, was das Geräusch ist und sie glaubt, dass da irgendwelches Ungeziefer sich eingenistet hat und möchte natürlich das aus dem Weg schaffen. Ja, und sie schafft es tatsächlich, in den Dachboden hinein zu gelangen und findet dort alte Möbel von der vorigen Familie, die dort gelebt hat, von der Familie ihres Mannes und halt auch Tagebücher von Vorfahren ihres Mannes und aber auch seltsame Holzgestelle, die Menschen zeigen, so eine Art hölzerne Aufsteller, die menschengroß sind. Und sie sind einerseits fasziniert, aber auch ein bisschen geängstigt von diesen Figuren, nehmen sie aber dennoch mit hinunter und auch die Tagebücher, die sie lesen. Und dann passieren immer mehr seltsame Dinge. Wir lesen hier zum einen von Elsie, aber auch aus den Tagebüchern, die, glaube ich, 200 Jahre vorher spielen, also 1600 irgendwas, wo das Haus ganz frisch erbaut wurde und frisch bezogen ist von einer Familie, die sehr ambitioniert ist, aufzusteigen und bald auch den König und die Königin zu Gast haben will. Und die aber auch dort schon einen seltsamen Ruf haben, besonders die Frau eine Hexe zu sein und ihr Kind ist auch irgendwie abnormal. Ja, also wir haben hier einige Stränge und einiges zu erleben und ich kann, auch wenn ich jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen möchte, was mir genau gefallen hat und mehr noch zum Inhalt zu sagen, kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass das ein kleines Highlight war, dass es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, dass es so eine klassische Schauergeschichte ist und sowas mag ich natürlich immer sehr, sehr gerne und natürlich habe ich dennoch ein paar Kritikpunkte, auch dazu wird es bald eine Rezension geben, das werde ich jetzt erst so nach und nach abarbeiten müssen.
aber auf jeden Fall auch das ein kleines Highlight, wie auch das nächste Buch, was ich gelesen habe, zusammen mit unserem Buchclub All You Can Read. Da haben wir uns diesmal für Odins Kind von Siri Pettersen entschieden. Das ist der erste Teil einer Trilogie, einer High-Fantasy-Trilogie aus dem Norwegischen. Aus dem Norwegischen habe ich, glaube ich, noch nichts gelesen, aber ich muss sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen, in diese norwegische Mythenwelt einzutauchen, die so ein bisschen an Game of Thrones erinnert hat, aber auch an Wikinger und trotzdem etwas Eigenes hatte. Und ja, die, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte, die Trilogie heißt die Rabenringe-Trilogie. Die Geschichte spielt sich im Imsland ab und im Imsland leben die Imlinge. Die Imlinge haben alle Schwänze, nur unsere Protagonistin hat keinen Schwanz. Ihr wurde von ihrem Vater berichtet, dass der Schwanz bei einem Wolfsangriff abgekommen ist, beziehungsweise abgebissen wurde. Sie hat tatsächlich auch Narben am Rücken, aber sie wird auch doch trotzdem ein bisschen seltsam beäugt, weil sie eben die Schwanzlose ist und das gehört einfach zu den Leuten dazu, dass sie Schwänze haben. Und Hirka ist aber zusätzlich noch anders, denn sie kann auch keine Magie weben. Das Magieweben heißt dort umarmen und das muss man immer vorführen bei einem bestimmten Ritual. Wenn man 15 Jahre alt wird, muss man in die Hauptstadt reisen, um dort das Ritual durchführen zu lassen, was so ein Beobachten ist von den Gaben und so ein bisschen in die Gesellschaft eingeführt ist man danach auch. Und es soll einen bestimmten Schutz geben von den Seher, was so eine Art Schutzgeist, Schutzgott in diesem Land ist. Kurz vor diesem Ritual findet Hirka allerdings heraus, dass sie nicht ohne Grund schwanzlos ist und dass es keinen Wolfsangriff gegeben hat, sondern dass sie ein Mensch ist, ein Odinskind. Odinskinder werden gefürchtet und verachtet. Es wird sogar bezweifelt, dass es sie überhaupt gegeben hat. Es sind eigentlich nur Figuren aus Mythen und Sagen und deswegen will sie jetzt unbedingt verheimlichen, dass sie ein Odinskind ist. Sie muss aber allerdings zu diesem Ritual und ist jetzt die Frage, ob sie irgendwie was vortäuschen kann oder mit ihrem Kumpel aus Kindestaren irgendwie eine Idee hat, wie sie da durchkommt, oder soll sie lieber fliehen? Zusätzlich kommen noch ganz viele andere Geheimnisse zutage und es wird immer brenzliger für sie. Und ja, was daraus wird, was sich daraus alles entspinnt, das müsst ihr hier selbst lesen. Wirklich eine tolle High-Fantasy-Welt und ich mag dieses Wikinger-Feeling, dieses Nordische. Und es geht doch schön flott voran. Es ist nicht zäh an keiner Stelle für mich und ich mag unsere Protagonistin wirklich sehr. Hirka ist toll. Und warum und weshalb, das werde ich dann, würde ich sagen, im nächsten Lesemonat dann noch ein bisschen mehr erzählen. Ich hoffe, dass ich bis dahin mir noch einiges merken kann und werde mir vielleicht ein paar Notizen machen. Aber das gehört jetzt halt hier nicht mehr in den Lesemonat, weil ich im Lesemonat Februar nur bis zur Hälfte gekommen bin. Aber ich kann euch, wie auch schon bei den Stillen Gefährten, sagen, dass es wirklich ein Highlight war. Und somit habe ich keine Enttäuschung gehabt in diesem Monat, sondern eigentlich wirklich nur gute Bücher gelesen. Und das macht mich natürlich glücklich. Vielleicht das Dschungelbuch, das, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, aber da kann ich jetzt noch nicht von einem Flop sprechen bei den ersten 40 Seiten. Da werden wir es einfach noch beobachten. Ja, das war's von mir für diesen Lesemonat. Was habt ihr denn alles gelesen? Kennt ihr die Bücher, die ich hier vorgestellt und gelesen habe? Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Büchern haltet. Und ja, da freue ich mich, von euch zu lesen. Wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.